nicht. Es wäre ja schön, hier so ein das schon seit Monaten. Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. War eine dumme Idee. Natürlich. Oh, leck mir doch die Rosette wund, ey. Vielleicht soll ich gar nicht angreifen, weil sobald einer mich sieht oder ich einen angreife, sind die alle da. Sonst wüssten die ganz genau, was abgeht. Egal, wo ich bin. Ich sag das schon seit Monaten. Schneesturm müsste ich eigentlich. Oh shit. Ist kein Komm Problem. Raus, du Feigling. Holy Mamoli. Oh, sie sind überall. Okay, hier hätte man mindestens ein bisschen genug Deckung gehabt. Muss ich da hoch? Natürlich. Keine Muni. Habe ich noch einen Revolverschuss? Das ist schwach. Wollen die wirklich, dass man sneakt? Mehr, ne? Aber hier war keiner.
Es war schön, dass ich einen Revolver habe, aber warum habe ich keine Revolver-Muni? Der reinste Irrgarten. Gibt es hier wenigstens irgendwas zum Liegen oder so? Dass wir noch ein paar von denen killen können? In der Hoffnung, vielleicht ein bisschen Muni zu kriegen? Woher? Woher? Einfach mal hinteleporten. Ich will zwar nicht sagen, die haben einen Arsch offen, aber... Er hat da doch echt ins Auge gefickt, oder? Diese Kacklappen. Wenn er sich rumdreht, gehe ich rein und mach ihn fertig. Natürlich. Gib mir Deckung, ich gehe ran. Natürlich. Warum ist das so behindert arschig gemacht, ey? Oh, Schwanzdorge, hier wird doch gar nichts. Auf einmal sind sie alle da. Du musst sneaken, aber wenn du entdeckt wirst, sind sie alle da. Das wird mir geil. Zu lange. Ja, natürlich. Natürlich muss auch die Waffenhandhabung hier schlecht sein. Hier hatte der Entwickler echt Hass auf Kinder. Vielleicht hatte er selbst eine Tochter im Teenageralter und wollte so seinen Unmut freien Lauf lassen. Da mit seiner Tochter bestimmt mit dem Spiel sagen, hier, guck mal. Du Wo soll ich hin? Fehlgeschlagene Abtreibung. Bestimmt. Aber da man ja ein Spiel schaffen muss, irgendwie. Wo sind sie?
konnten sie es halt nicht richtig assi machen. Oh, es ist arschkalt. Ach, echt? Aber mein Arsch ist eigentlich... Eigentlich ist der Arsch der wärmste. Das Erste, was kalt ist, ist sind Hände und Füße. Ich weiß nicht, woher der Ausspruch kommt. Bleiben jetzt hier. Findet uns keiner. Aber Wind geht natürlich durch Eisen, der kennt's nicht. Der Typ hätte einfach nur sagen müssen, okay. Kannst gehen, wie du willst. Können uns zusammentun. Bist eine Kämpferin. Die wäre zwar gegangen, aber da müssten nicht so viele Männer sterben. So, als Beispiel. Und die Ellie hätte einfach sagen können, ist schon busy her. Aber ich bin infiziert. Schon lange. Das ist der Grund, warum ich durch die Stadt gegangen bin. Hm. Jeder normale Mensch hätte dann angefangen zu denken. Warum kriege ich jetzt so viel Heilmittel? Das sieht doch auch schon wieder nach versteckten Arena aus. Was ich an Spielen nicht mag, ist, dass die Gegner einfach spawnen. Fängt ihr dann zu brennen? Okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht. Ich seh dich. Natürlich hält er mehr aus. Ja. Warum konnte ich ihn jetzt nicht angreifen? Das ist so ein Ding. So eine Scheiße. Warum ausgerechnet der? Jeder... Also wenn das so ein ekelhafter Bossgegner ist, dann habe ich schon keinen Bock mehr. So, das war's mit Last of Us 1.
meine, wie soll ich es denn sonst machen? Soll ich einfach nur lange Zeit überleben, oder? Ja, der ist natürlich schnell. Wie soll das gehen? Wenn der dich einmal hat, bist du tot. Als wäre ich im Sprintmodus natürlich unverwundbar. Selbst bei dem GameCube-Spiel 13 konnte man Glasscherben als Wurfgeschosse benutzen. Warum jetzt der Wechsel zu Joel? Warum war das jetzt auf einmal so einfach? Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir müssen hier rumlaufen. Nächste Videospiel, Videogamespiel-Logik. Gegner haben natürlich unendlich Muni, auch wenn du jetzt 1000 Millionen Mal ausweichst und die eigentlich schon längst hätten, millionenfach sterben müssen. Kein Problem. Ich hätte ja mindestens mal den Kühlschrank aufgemacht. Das fand ich bei Seven Days to Die eigentlich relativ interessant.
Weil da konntest du ja dann so Sachen halt auch. Gut, aber schön, dass die sich so langsam annähern. Ja, eine kaputte Axt gegen eine ganze Axt auszutauschen ist immer eine kluge Idee. Was haben wir gelernt? Mit dem Messer eine Tür knacken? Lohnt sich immer. Rauchbomben verbessert. Bei dem Schnee brauche ich eine Rauchbombe, das ist klar. Kann ich das nicht gucken, ob... Ich hätte ja versucht, das Holz runterzuschmeißen, um zu gucken, ob damit irgendwas geflickt wurde, aber... Sieht in meinen Augen noch akzeptabel aus. Weil da so viel Holz war, könnte man das schon als Schutzmittel sehen. Welcher Typ würde im Schnee seine Männer durchschicken? Finde ich interessant. Finde ich interessant, dass die nicht nachladen müssen. Während meine Waffe nach 5 Schüssen schon längst hätte Probleme bereitet. Brauchen wir hier nicht. Ich meine, selbst wenn die Gegner theoretisch unendlich Schuss hätten, es wäre schön, wenn die mindestens mal genauso lange nachladen müssten wie ich. Aber Gegner nicht, die müssen sofort nachladen. Also NPCs kennen das Problem nicht. Rucksack. Na, no, guck mal. Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? Nachladen, was ist das? Hast du etwa keine Schusswaffe mit unendlich Muni? Nein, natürlich nicht. 204, fette Beute. 1000 ist schon besser. Das muss besser werden. Sie hat jemand, war eine Fleischlieferung. Oh Gott. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Warum müssen die so verrückt sein? Ich meine... Einfach nein. Hey, ich versteh's nicht. Bist du sicher, dass sie da drin ist? Achso, jetzt Perspektivenwechsel. Der andere ist noch am Leben oder liegt der da?
Normalerweise hätte man innere Verletzungen und könnte sich nicht so... könnte nicht so agieren. Au! Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Ich glaube, das hat er sowieso vor. Dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ellie! Hör auf! Hör auf! Fass mich nicht an! So, okay. Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Ich hab's gesagt, dieser dreckige Pedo. Deswegen hat er die leben lassen. Glaube ich. Oder er wollte sie töten. Ich glaube aber, das war was anderes. Wenn er sie hätte töten wollen, hätte er es anders gemacht. Nimm die Machete doch mit. Ellie. Ellie. Jetzt. Ellie. Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ohne Blutvergiftung, ohne alles. Joel überlebt. Easy. Die inneren Verletzungen und so. Hörst du die Brise? Hä? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Country Road. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Also okay. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Also für PlayStation 4 Verhältnisse sieht das Spiel sieht eigentlich ganz gut aus. Schöner Tag, hä, Mutti? Sonstig? Ja, das machst du super. Hat wohl ein bisschen die Sonnenlotion vergessen, aber sonst ist die alte noch gut. Familienfoto. Na, siehste. Oder war das der Papa? Gott. Oh nein. Ja gut, tote, abgeschlachtete Kinder kannst du halt nicht zeigen. Deswegen werden die halt zensiert, ne? So, haben alles voll. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall... Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Ja, du bist schon ein paar Mal aufs Maul geflogen. Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Will ich jetzt da runter oder will ich jetzt hier runter, um es abzukürzen? Dieser Lümmel, wer weiß, was der mit der Ellie machen wollte. Die Drecksau. Ich würde gerne mal wissen, wie weit ich in dem Spiel jetzt schon bin, aber ich habe das Gefühl, wir sind heute ein gutes Stück vorangekommen. Auf jeden Fall.
Weiß nicht, ob es hier irgendwas gibt. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, unter der Brücke nachzugucken. Ja. Das ist ein Lichtstrahl. Ich dachte, es wäre ein Pfeil. Alter, gut erholt der gute Joel. Also muss man ihm lassen. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Wie kommen wir da jetzt rein? Achso. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Das sieht doch wieder nach Arena aus. Ein Zoo. Vielleicht geht es hier durch, ha? Vögel! Vögel, 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 Vögel. Wie? Weißt du, ganz am Anfang wusste ich nicht, woher mit den Lumpen. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Wenn die Ellie mal her-